Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht jetzt gleich ein Originalvideo aus meinem großen Online-Kurs Stark statt gestresst als Mama und Frau aus dem Modul Verzeihen und Loslassen. Denn dieses Modul habe ich extrahiert und als Minikurs noch einmal für euch aufgearbeitet. Für all diejenigen, die sich explizit mit dem Thema Verzeihen und Loslassen auseinandersetzen wollen. Und warum das Thema so wichtig ist für euch und für euer Glück und eure Freiheit, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen im Modul Verzeihen und Loslassen. Wir werden uns das Thema Verzeihen, sich selbst und anderen und Loslassen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Aber starten wir doch mal damit, warum das ein Modul geworden ist, warum es in unserer Entwicklung wichtig ist, für unsere positive Energie, für mehr Kraft wichtig ist, zu verzeihen und loszulassen. Wenn du an Altem festhältst, kann das Neue nicht in dein Leben kommen. Und das ist ja das, was wir gerade kreieren, dieses Neue, was wir haben wollen. Und da ist es ein zwangsläufiger Prozess, auch das Alte loslassen zu dürfen und schmerzlichen Ballast abzuwerfen. Denn nur wenn wir loslassen, können wir weitergehen und können neue Erfahrungen machen. Du nimmst also an, was war. Du nimmst dich mit deiner Vergangenheit, mit deinen vergangenen Erlebnissen an. Es ist ein Teil von dir und erhältst aber die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Du kannst das Ergebnis eines früheren Erlebnisses nicht mehr verändern. Denn du kannst nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Du kannst nur vorwärts in Richtung Zukunft gehen. Und du kannst aber aus der Vergangenheit lernen und daran wachsen. So wirst du frei, deine Zukunft zu gestalten. Was in der Vergangenheit passiert ist, ist ein Teil von dir und du musst lernen, damit umzugehen. Der Prozess des Verzeihen und Loslassen ist da ganz, ganz wichtig, um dann wirklich deine Zukunft, die du dir gestaltest, zu kreieren. Also geh weiter, damit du endlich leben kannst, so wie du das möchtest und nicht im Vergangenen hängen bleibst und das Opfer von vergangenen Erfahrungen bist. Du bist kraftvoller, wenn du aktiv entscheidest und handelst. Also hol dir die Kontrolle zurück, erkenne deine Macht. Lass dich nicht mehr von Dingen kontrollieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, nur selten tun Menschen Dinge aus boshafter Absicht. Weitaus öfter verletzen Menschen andere Menschen aus einem Unbewusstsein heraus, weil sie in diesem Moment nicht anders können oder ihre eigenen Wunden nicht geheilt haben. Also auch dein Gegenüber ist immer auch Opfer der eigenen Vergangenheit, der eigenen Erlebnisse. Und das spiegelt sich dann auch im Miteinander wieder. Vielleicht sind diese Menschen, die dich verletzt haben, auch einfach nicht so stark wie du. Hatten nicht die Erkenntnisse, sind in ihrem Entwicklungsprozess nicht dort, wo du bist. Und verletzen dich deswegen. Vergebung heißt nicht, etwas gut zu heißen. Vergebung heißt einfach nur, in der Realität anzukommen, weil man anerkennt, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Starten wir mal mit dem Thema Verzeihen, Vergebung, sich selbst und anderen. Warum ist Vergebung eigentlich wichtig? Warum ist das hier ein Modul geworden? Es gibt Situationen, die rufen wir uns zum Teil tagtäglich in Erinnerung, was ein anderer uns angetan hat. Und das quält uns. Wir weisen dann ganz oft dem anderen die Schuld zu, wir tragen ihm sein Verhalten nach. Und jeder unserer Gedanken hat ja aber Auswirkungen auf unsere Gefühle und damit auch auf unseren Körper. Und nachtragende Gedanken bringen uns einfach aus unserem Gleichgewicht. Wir fühlen dann Hass, Wut, Verletzung, Traurigkeit, Enttäuschung, Ablehnung. Und die Folgen von diesen Gefühlen sind Schlafstörungen, sind Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Unruhe, Erschöpfung, Anspannung.
Und das sind ja alles die Dinge, die wir weniger in unserem Leben haben wollen. Mit diesem Verhalten, dass wir an Vergangenes immer und immer wieder denken, bestrafen wir aber letztendlich nur uns selbst. Wir erleben die Erfahrung immer und immer wieder. Und unser Körper und unsere Seele geraten aus dem Gleichgewicht. Verzeihen und Loslassen ist also ein Akt der Befreiung deiner eigenen. Du erkennst nicht irgendwelche Schuld ab. Du befreist dich selbst. Du tust es nur für dich und nicht für den anderen. Und vielleicht ploppen in deinem Kopf jetzt Erinnerungen, Erfahrungen auf, wo du dir denkst, das kann ich demjenigen nicht verzeihen. Und das ist wieder eine Art Bestrafung, die wir damit bewirken wollen. Wir wollen den anderen bestrafen, indem wir ihm nicht verzeihen. Aber am Ende des Tages bestrafen wir wieder nur uns selbst und wir vergiften damit unser Leben. Und das sind Energieräuber. Diese alten Erinnerungen, diese alten Verletzungen. Und mit dieser Energie könnten wir aber so viel Schöneres machen, so viel Schöneres erschaffen und in unser Leben ziehen. Und ich sage es nochmal, verzeihen heißt nicht gutheißen. Verzeihen ist ein Ausdruck von Stärke. Überleg jetzt gerne mal für dich und übertrag das auch in dein Workbook. Schreibe dir eine schwarze Liste. Wem gilt es etwas zu verzeihen? Wo sind Personen, aber du darfst da auch gerne dich selbst mit aufschreiben und die Situation dazu, wem gilt es etwas zu verzeihen? Und wenn du diese Liste dann vervollständigt hast, die darf dann auch in den nächsten Tagen und Wochen wachsen, setzt du Prioritäten und überlegst dir, mit welcher Person, mit welcher Situation möchtest du in diesem Prozess des Verzeihens und Loslassens beginnen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich nicht nur anderen zu verzeihen und Dinge loszulassen, sondern auch sich selbst zu verzeihen. Und ich finde, dieser Schritt ist mitunter noch am schwersten, weil man da ganz ehrlich zu sich sein muss und sich eingestehen muss, wo da Situationen in der Vergangenheit waren, die man sich nun selbst verzeihen darf. Und sich selbst zu vergeben ist nicht nur gut für unser Selbstwertgefühl, für unser Selbstbewusstsein, es lässt auch unsere Selbstliebe wachsen. Und das sind ja alles Themen, an denen wir bereits schon gearbeitet haben. Also Fehler anzunehmen und akzeptieren, dass du da halt mal Dinge in der Vergangenheit getan hast, die du jetzt nicht mehr gutheißt, ist ein unglaublicher Entwicklungsschritt. Du kannst einfach deinen Blickwinkel auf diese Fehler verändern und sie einfach als Bestandteil deines persönlichen Wachstums betrachten. Weil genau an diesem Fehler wächst du jetzt. Fehler helfen uns also zu lernen und zu wachsen. Man kann sich diese Fehler wirklich nochmal analysieren, reflektieren, wenn man das schafft, wenn man die Kraft dafür hat und zu schauen, was hätte ich anders machen können, was möchte ich heute anders machen, was lerne ich aus diesem Fehler, was bringt der mir heute Gutes. Fehler bieten dir einfach immer die Chance zu fragen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, was habe ich daraus für mich gelernt. Schließe bei Fehlern niemals auf deinen Wert als Person. Dein Wert ist unveränderbar und auch wenn du Fehler machst, verändert das nichts an deinem Wert als Mensch. Dein Fehler wertet dich als Person nicht ab. Fehler zeigen dir deine Schwächen auf, ja, aber das gibt dir die Chance, sie in Stärken umzuwandeln. Also in diesem Prozess, und das findest du auch nochmal aufgelistet in deinem Workbook, gestehe dir als erstes deine eigenen Fehler ein. Übernimm die Verantwortung für dein Handeln. Im zweiten Schritt, sieh deine guten Seiten. Also notiere dir auch alle deine guten Eigenschaften. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Und Schritt 3 ist, schreib es auf. Also schreibe alle deine Gedanken zu deinem vermeintlichen Fehler auf. Alles, was du darüber denkst. Schritt 4, sei gut zu dir selbst. Tu dir selbst in diesem Prozess immer wieder etwas Gutes zur Versöhnung auch mit dir selbst. Und der fünfte und letzte Schritt, komm in der Gegenwart an und blicke positiv in Richtung Zukunft. Wir wollen es schaffen, dass wir uns nicht mehr so oft umdrehen und in die Vergangenheit schauen,
sondern positiv in die Zukunft blicken. Du hast nur dieses eine Leben, also richte deinen Blick positiv nach vorn. Der Prozess des Verzeihens und Loslassens wird dein Herz erleichtern und dein Leben einfacher machen. Kommen wir nun noch zum Teil des Loslassens. Indem wir verzeihen, anderen und uns selbst, lassen wir schon los. Aber da gibt es auch noch andere Aspekte. Denn an negativen Gefühlen festzuhalten, das belastet und zerstört einfach deine Zufriedenheit. Also was bedeutet Loslassen ganz konkret? Wir akzeptieren, dass uns etwas passiert ist, das wir so nicht wollten. Loslassen kann auch beinhalten, dass wir Abschied nehmen. Loslassen kann aber auch bedeuten, dass wir uns aus einer schädigenden Situation befreien. Und loslassen können ist reine Kopfsache. Wenn wir loslassen, dann entscheiden wir, unseren Blick weg von den belastenden Situationen nach vorn zu richten. Wir akzeptieren die Vergangenheit und wir suchen aktiv nach einer Lösung, Selbstermächtigung. Wir vertrauen darauf, dass es eine Lösung gibt und dass wir sie finden werden. Und ganz viele Lösungsansätze hast du schon in diesem Kurs gefunden. Beim Loslassen akzeptieren wir auch einfach, dass Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir das gerne gehabt hätten, wie wir uns das gewünscht haben. Dass Träume, Ziele, Vorstellungen einfach nicht so eingetreten sind. Und wir akzeptieren, dass die Welt nicht gerecht ist. Aber wir akzeptieren auch, dass wir auch nicht immer alles richtig machen. Und wir akzeptieren, dass wir andere Menschen nicht verändern können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Du bist nicht für das Leben anderer verantwortlich. Du kannst sie nicht zu ihrem Glück zwingen und du kannst sie aber auch nicht verändern. Und loslassen und auch verzeihen hat nichts mit Versagen zu tun. Oder ich begebe mich jetzt hier in eine untergeordnete Rolle dem anderen gegenüber. Es heißt auch nicht zu kapitulieren und auch nicht etwas gut zu heißen. Mach dir bewusst, dass deine Gefühle von deinen Gedanken beeinflusst werden. Und wenn du dich besser fühlen möchtest, wenn du glücklicher, freier dich fühlen möchtest, dann müssen wir anfangen, unsere Gedanken näher zu betrachten und sie zu bereinigen, sie in positivere Bahnen zu lenken. Wenn du dich anders fühlen möchtest, dann ändere deine Gedanken. Und wenn du mal wieder einen negativen Gedanken hast, einen Gedanken an die Vergangenheit, an Fehler, die du selbst gemacht hast, dann stell dir dieses große rote Stoppschild vor und sag zu dir selbst, ich bin bereit, loszulassen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch inspiriert und motiviert hat, euch mit dem Thema Vergebung und Loslassen zu beschäftigen. Und lade euch hiermit herzlich ein zu meinem Minikurs zu diesem Thema. Ihr erhaltet dieses Video noch einmal zur Erläuterung, warum diese Themen so wichtig sind, aber vor allen Dingen auch zur Motivation. Ihr bekommt Übungen und Meditationen als Audiodateien, die euch Schritt für Schritt durch den Prozess des Vergebens und Loslassens leiten. Also wenn du dich immer gefragt hast, wie mache ich das, dort erfährst du es. Außerdem bekommst du ein Workbook, wo du alle deine Überlegungen und Ergebnisse festhalten kannst. Dieses Paket, diesen Minikurs, bekommst du für 27 Euro. Das ist Paket Nummer 1. Du hast aber auch die Möglichkeit, Paket Nummer 2 zu wählen. Da bekommst du dann zusätzlich auch noch 2 persönliche Coaching-Einheiten von je 30 Minuten mit mir dazu. Und dieses Paket Nummer 2 kostet dann 47 Euro. Ich empfehle das zweite Paket vor allen Dingen dann, wenn du Angst hast, dich diesem Thema zu stellen und da gerne noch eine zusätzliche Stütze hättest. Und wenn du dich gerne austauschen möchtest, wenn du berichten möchtest, wenn du erzählen möchtest von deinem Leben, warum du verzeihen möchtest, was du loslassen möchtest. Und dort kann ich dich dann auch noch viel individueller unterstützen.
Alle Informationen zum Minikurs findest du jetzt nochmal unten in der Infobox. Ich freue mich auf deine Nachricht, wenn du dabei sein möchtest. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!